Hier, Leben Wrestling. Vorwürfe gegen Alberto El Patron fallen gelassen. Wie wir bereits berichtet haben, startet der Gerichtsprozess gegen Alberto El Patron in der kommenden Woche. Nun hat der ehemalige WWE-Champion in einem Interview mit Hugo Savinovich erklärt, dass er sich nur wegen häuslicher Gewalt verantworten müsse, nachdem seine Ex-Freundin die Anzeigen wegen sexuellem Missbrauch und Entführung zurückgezogen habe. Das erklärt auch, warum sich El Patron, anders als zuvor berichtet, im Vorfeld des Gerichtsprozesses nicht in Haft begeben musste. WWE vor Partnerschaft mit MLW. WWE soll kurz vor einer Partnerschaft mit Major League Wrestling stehen, dies berichten Dave Meltzer und Fightful.com übereinstimmend. Demnach habe der Marktführer großes Interesse daran, einen ähnlichen Deal mit MLW abzuschließen wie zuvor mit Evolve. Geplant sei, Talente bei MLW zu präsentieren, die in den TV-Shows von WWE nicht eingesetzt werden. SmackDown-Star vor Wechsel zu NXT? Daniel Bryan steht vor einem Wechsel zu NXT, das vermeldet Sports Keeder. So habe der ehemalige WWE-Champion den Wunsch geäußert, mit jungen Talenten zusammenzuarbeiten, weshalb sich Triple H dafür eingesetzt habe, ihn zum goldenen Brand zu versetzen, was Vince McMahon akzeptiert haben soll. WWE-Show abgesagt. NXT UK TakeOver Dublin wurde abgesagt, das berichtet der PW Insider. Zwar habe WWE noch keine Stellung zu dem Thema bezogen, jedoch haben Ticketmaster und die 3 Arena in Dublin die Absage bestätigt. So sei es unmöglich, in der aktuellen Situation eine Show vor Fans zu veranstalten. AEW Dynamite weicht der NBA. Der Wrestling Observer berichtet, dass AEW Dynamite erneut den NBA Playoffs weichen muss. Demnach werde die Dynamite-Ausgabe vom 26. Mai auf Freitag, den 28. Mai und die Ausgabe vom 2. Juni auf Samstag, den 5. Juni verschoben. Wie sich diese Verschiebungen auf die internationalen Ausstrahlungstermine auswirken, bleibt abzuwarten.